Ja? Herr Lenz, ich wollte Sie heute nochmal anrufen, kurz Ja. vor 18 Uhr. Ja, Ich habe gesucht, aber Sie waren bestimmt sehr beschäftigt. Ich habe Ja, Ihnen auch na, einen natürlich. Aber ich doch sagen, es gut vor 18 Uhr, weil vorher muss er mal arbeiten. Natürlich, okay. Wenn ich habe Ihnen auch empfohlen, am PC zu sitzen oder Tablet, Laptop, haben Sie Zugriff? Ja, Computer angemachen. Will ich Okay. bisschen bei eBay gucken, okay? Okay. Dann, weil ich wollte Ihnen auch unsere Webseite buchstabieren. Ich habe Ihnen auch eine E-Mail schon gesendet mit also die Webseite. Da können Sie nur einen Klick drauf machen. Oder ich buchstabiere die Seite, ist kein Problem. Was bei welches Sagen Sie mir, Mailadresse schicken? Otterzucht, totterbach@gmail.com. Otterzucht, wer schickt den Otter? Kennen Sie Otter? Also Otter? Otterzucht, totterbach. Also Nein, Otterzucht Otterzucht. züchten, von züchten. Ach so, jetzt verstehe ich das. Also Oh. Otterzucht, Otterbach. Das Right. verstehe ich. Okay, also Ich muss aber erst schauen Sie eine auf Ihrem Einloggung Posteingang. machen, ja? Ist kein Problem, lassen Sie sich Zeit. Ich warte ganz kurz. Der immer Zeit nehmen, ja? Ganz Bei langsam. den Ja. Meerschweinchen. Okay. Haben Sie schon ein bisschen verstanden, um was es geht, ungefähr? Oder noch Bitcoin? nicht? Dogecoin? Richtig? Ja, Dogecoin, Bitcoin. Sie haben viele Berichte gelesen. Also es gibt viele Bewegungen bei Bitcoin. Zum Beispiel vor einem Jahr war ein Bitcoin also ungefähr 3.000 bis 5.000 Euro. Und für ein Jahr, also auch das Pandemie war, ist Bitcoin also in guten Weg gegangen. Also ungefähr über 50.000 Euro. So Oh mein Gott. 45, 50.000 Euro kostet jetzt ein Bitcoin. So viel Europark, der kostet? Ja, also Jo. nicht ein Bitcoin kostet jetzt 45.000 Euro. Letztes Jahr, also vor der Pandemie, war ein Bitcoin 3.400 Euro ungefähr. Oh. Das heißt, für 12 Monaten ist Bitcoin enorm gestiegen. Deswegen, zum Beispiel, wenn wir damals etwas investiert hätten, Ja. hätten Sie diese Investition also verzehnfacht. Also jetzt hätten Oh. Sie einen Kontostand von, falls Sie mit 1.000 Euro gestartet hätten, also vor einem Jahr, dann hätten Sie ungefähr, also ich weiß nicht, 15.000 Euro. Did gut, Also hier bei. aber auch Eulen, ja? Nochmal, ich habe Sie akustisch nicht gehört. Euro? Ja, Euro. Okay. Ja, in Euro ist ein Bitcoin 45.000 Euro, in US-Dollar ist über 50.000 US-Dollar. Wenn ja ich nur Euro haben, wenn du den Dollar, das nicht so gut bei meinen. Ist kein Problem. Also, Sie, ich glaube, durch diesen Nachnamen, glaube ich, dass Sie aus Indien kommen. Ja, Indien. Okay, seit wann sind Sie in Deutschland, wenn ich fragen darf? Oh, Schon 16 lange? Jahren. 16 Jahren. 16 Jahren, okay, perfekt. Sind Sie sehr beschäftigt, so wie steht es zeitlich mit Ihnen? Wie meinen? Was meinen machen? Also, sind Sie sehr beschäftigt, arbeiten Sie viel? Ja, mit die Otter viel Arbeit machen. Okay, es läuft bestimmt momentan gut bei Ihnen. Ja, viele Menschen wollen, Okay. weil den Hindu kein Kuh essen, den Moslem, den keine Schwein essen und den Christen ganz vieles veganik geworden und darum wir jetzt Otter züchten, Natürlich. weil keiner will das Schwein, keiner will die Kuh haben Ach so. und jetzt die Otter züchten. Und jetzt machen Sie Otterzucht. Okay. Otterzucht. Ja, also das finde ich sehr gut. Deswegen haben Sie auch die Möglichkeit, mit das, was Sie verdienen natürlich, Sie werden auch das ganze Vermögen nicht setzen, sondern Sie werden von Ihrem Lohn eine kleine Investition machen und von zu Hause auch aus, also bei der Börse zu handeln, also nebenbei Geld zu verdienen. Handlung machen. Richtig, also wir haben auch unsere Experten hier im Hause natürlich. Oh. Bestimmt haben Sie auch keine Erfahrung und Nein. deswegen der Experte wird Ihnen die Signale geben.
Also Signal? Sie können mit ihm, ja, die Signale, er sagt Ihnen, heute wird zum Beispiel Bitcoin steigen oder fallen. Und er wird sagen, um diese Uhrzeit genau wird Bitcoin für 5 Minuten steigen. Aber also woher erwischen? Eine Minute. Weil der ist Experte, seit über 15 Jahren Erfahrung in diesem Geschäft. Oh. Er hat 3 PCs vor sich, er hat 3 Computer vor sich. 3 Computer? Er schaut jede Bewegung. Wohin? Was er da wo macht. Also und deswegen wird er Ihnen die Signale geben. Natürlich besteht auch Risiko. Also 100% gibt es leider nirgendwo. Aber der Experte ist interessiert, nur Plusgeschäfte zu machen. Verstehen Sie mich? Okay. Gewinn. Profit. Ja, und richtig. Weil wir können uns kein Minusgeschäfte leisten. Verstehen Sie mich? Ja. Aber Risiko besteht immer, deswegen, aber der Experte handelt vorsichtig und sie werden von das, was sie investieren, immer nur 20% pro Woche einsetzen. Okay. Also je nachdem, wie sich der Markt sich bewegt. Haben Sie die E-Mail gefunden? Sie hatten eine Sind Sie noch dran? Hallo! Ja, sind Sie noch dran? Ja. Sie waren vor kurzem weg. Ja. Ich wollte mal fragen, ob Sie meine E-Mail bekommen, also gefunden haben, natürlich. Ja, ja. Okay, welche E-Mail haben Sie? Ich habe Ihnen Benjamin? 2 E-Mails. Benjamin? Ja, das bin ich. Gut. Kontaktdaten haben Sie? Eine E-Mail? Also vormittags habe ich die E-Mail gesendet. Ja, jeden Tag so viel E-Mail kommen. Muss ich gucken. Bei. Ja, natürlich. Aber mit Benjamin, das bin ich. Benjamin Lenz. Ja, das ist doch sehr gut. Okay. Warum Menschen bei Ihnen schreien? Also, weil wir sind über 300 Mitarbeiter hier. Oh, aber nichts gut wegen Corona. Ja, natürlich, aber wir haben also mit Abstand Der ist schreien, das hören, als ob der bei deiner Schoss drauf sitzen. Ja, natürlich, also oh. Er spricht mit seinen Kunden, ich spreche mit dir und deswegen, ja, also ist es ein bisschen laut hier. Das ist okay. Ganz normal, weil wir sind hier bei der Börse. Aber von wo deine Firma arbeitet? Aus Österreich, aber also das ist eine lizenzierte Firma. Österreich? Aber wo? Richtig, wo da, also ich melde mich drei Jahre aus bei da leben. Bei wo? Haben Sie schon gelebt? Bei in Wien, wir 3 Jahre leben, wir bei Wien kommen, dann bei Deutschland kommen. Wo bei Wien ja, deine Firma okay. leben? Sag mir. Bei der Börse. Also Wiener Börse. Bei da welchen, haben wir ein Büro. Bei welcher Stadt, Stadtteilen, Dingen ist der drinnen? Also, Sie wissen, wo die Börse in Wien ist? Nein, nicht wissen. Ja, deswegen, also, welche da, Stadt wo Sie die Börse finden, also aus Sicherheitsgründen dürfen wir die Straße nicht sagen. Das kann nicht dein Ernst sein, oder? Nein, aus Sicherheitsgründen dürfen wir die Straße Ihnen nicht sagen. Aber wie heißt Firma? Also Firma heißt Iron FX. Sie können einfach auf Google Iron FX eingeben. .com? Und da sehen Sie auch, ja, .com können Sie auch. Also dann sind Sie direkt auf unserer Webseite. Okay. Bei Google steht bei Zypern, bei Cypria. Ja, also Zypern ist die Lizenz. Also da ist auch Hauptsitz, weil wir haben nicht Kunden aus Deutschland, Österreich und Schweiz, sondern wir sind auch ein großes Unternehmen und deswegen haben wir auch viele Kunden. Aber wir sind lizenziert von CISEC. Ich weiß nicht, ob Sie von CISEC schon mal gehört haben und von Buffin. CyberSex? CISEC. Und Buffin? Ja. Was also Buffin? Das ist die Lizenz. Was ist Buffin? Buffin ist, wo die Plattform also lizenziert ist. Also Buffin ist aus Deutschland. Oh. Und wenn eine Firma keinen Buffin hat, und dann ist die Firma nicht lizenziert. Okay, wo kann man das Buffin, wo kann man das angucken? Kann ich das gucken? Sie können einfach da
auf Google IronFX schreiben und da sehen Sie auch SciSec, oder Sie können auch über uns gehen und da haben Sie auch viele Informationen über uns. Das Buffin, wo kann ich das angucken, deine Firma bei das Buffin? Kann man da gucken oder da keine Kontrolle machen? Ja, natürlich können Sie Kontrolle. Auf der Webseite steht wo? Alles über uns. Wo? IronFX.com. Ja, aber das Buffin meinen, wo kann man da gucken? Also ganz unten haben Sie auch unsere Lizenz natürlich. Ganz unten auf unserer Webseite. Weiß ich nicht. Okay. Warte mal. Also falls Sie bei der Webseite nicht sind, dann können Sie auch das nicht sehen. Da unten steht, ist Notesco Limited, Bermuda. Ja, bist du bei Bermuda Dreieck? Sie verstehen auch Englisch. Sie können alles über uns lesen natürlich. But tell me, where's also that, lesen Sie einfach, da steht auch, dass es Risk Warning gibt. Ich habe Ihnen auch gesagt, 100% gibt es leider nirgendwo. Ja, aber wo ist der gesagt, Buffin? Wo ist der Buffin, sage mir. Also Buffin Lizenz, da würde ich Ihnen das per Dokument schicken. Ja, bitte machen. Also da haben Sie, schauen Sie ganz unten, da haben Sie auch die FCA-Nummer. Also ganz unten auf der Webseite, können Sie es sehen? Das ist 51491? Nein, 585561 ist das. FCA Number. Steht bei mir nicht. Das letzte, was bei mir stehen, ist das Risikoding. Nee, vorletzte ist das, verzeihen. Vorletzte. Ja, da steht nicht, da steht Registernummer 51491. Bermuda. Ja, dann Bermuda, okay. Warten Sie einen Moment. Also 585561 ist das nicht. Wo kann man das gucken? Bei der Internetseite, okay, ganz unten, Hauptseite? Ja, also ja, ganz unten, also haben Sie das mit 5, was das, also die Nummer mit 5 ist, das ist die Lizenznummer. Ja? Die erste Buffin? Nummer ist mit 5. Ja, 51491. Ja. Richtig? Richtig. Und das kann also ich jetzt da bei Buffin reinschreiben? Ja, es ist. Also bei SciSec und da können Sie auch alles über uns lesen. Bei Buffin keine Treffer gefunden. Deine Firma liegt bei Buffin drinnen. Also. Ich weiß nicht genau, aber SciSec sind wir lizenziert. Warte, wir sind ja bei Deutschland, ja, also, da musst du Deutsch-German License haben, right? Ja, sonst kommt Merkel. Also ich frag mal nach, vielleicht bitte fragen. Ich so lange einen Tee trinken. Okay, warten Sie ganz kurz auf der Leitung, ich frag nach. Ja, ich werde den Wartung machen. Okay, also ich habe mich informiert, ich kann Ihnen das schicken oder Sie können einfach Buffin schreiben auf Google. Ja. Können Sie das machen? Ja, ich schon machen. Schreiben Sie Buffin und Iron, also Leerzeichen und IronFX. Warte. Buffin. Okay, und dann gehen Sie auf Suchen und dann müssen Sie mir sagen, was da steht. Okay, da steht brokerdeal.de, IronFX im Visier der Behörden. Nein, Buffin auf Google haben Sie und Leerzeichen IronFX. Ich glaube, jetzt hast du dir, ja. Ich glaube, jetzt hast du dir... Und zweite, also nicht das erste, sondern zweite, also Global Leader in Online Trading. Nein, da bei Broker Deal steht, dass Zizek und Buffin deine Firma Kontrolle machen, wegen Problemen. Ja, natürlich.
Nein, nein, da steht, okay, was steht da? Da steht, warte. 2 Tage nach unseren Recherchen zu den Unruhen bei Iron FX tritt den zypriotischen Regulierungsbehörden CYTEC das erste Mal in Action und gibt eine Untersuchung bekannt. Der Broker hat mit der steigenden Zahl von Anklagen und Beschwerden bezüglich verweigerter und verzöglicher Auszahlung zu kämpfen. Okay. Missbrauch, Einzahlungsboni. Yeah. That is gar nicht gut. Ja, also dann. Also, aber sie wollten das auf Guck mal, hier steht, warte, da steht Buffin. Wir sind über 10 Jahre. Warte, ja? Stopp, Buffin nur beobachter. Die deutsche Regulierungsbehörde ist für Betroffene keine nützliche Anlaufstelle, da die für Iron FX nicht zuständig. Der Broker ist in Zypern angemeldet, ist in Deutschland auch nur grenzüberschreitend Dienstleister und fällt damit nicht unter den Zuständigkeit von der Buffin. Da hat du mir angelogen. Also ich lüge ist sie nicht, aber sie hören mich nicht zu. Also ich habe ihn, sie wollten etwas von Buffin sehen, aber sie gehen irgendwo anders natürlich. Also ich kann Ihnen noch den Link schicken. Erste Ergebnis ja, bei Google. Buffin zusammen, Leerzeichen Iron FX und dann auf Suchen gehen und nicht das die erste Webseite, sondern die bei den zweiten müssen sie. Forexbroker.de Warten Sie einen Moment. Okay. Also bei brokerbewertungen.de habt ihr auch nur 1,5 Sterne von 20. Okay, also natürlich, es gibt viele Webseiten, die Bewertungen machen natürlich. Sie können auch bei Sparkasse, alle Kunden sind nicht zufrieden. Doch, muss also, Sparkasse angeben, wir haben 3 Millionen Bewertungen. Ja, 2 Millionen, aber es gibt viele Kunden, die auch da nicht zufrieden sind. Ja, aber ein Konto ist was anderes. Ja, also das ist auch, das ist kein Glücksspiel hier. Ja, also doch. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir lizenziert sind und ich will Ihnen auch die Lizenz zeigen. Ja, bitte. Aber ich werde Ihnen, okay, warten. Ja, natürlich, jetzt gleich. Ja. Öffnen Sie die E-Mail. Warte mal. Ich werde Ihnen jetzt einen Link schicken. Na, Bacaladonat. Warten Sie einen Moment, ich habe noch nichts gesendet. Einen Moment, ich schreibe noch Ihre E-Mail und dann können Sie das überprüfen. Falls Ihnen das gefällt, gut. Falls nicht, ich will Sie ja nicht unbedingt sagen, also machen Sie mit, sondern Sie entscheiden, ob Sie mitmachen oder nicht, okay? Können Sie mal nachschauen, ob Sie etwas bekommen haben jetzt? Sind Sie noch dran? Eigentlich habe ich schon Feierabend. Hallo. Benchert? Ja, sind Sie noch dran? Ja. Haben Sie jetzt die E-Mail erhalten? Also ich habe Ihnen nur das mit HTTPS, also Link gesendet. Einfach einen Klick drauf machen. Ja. Okay, und da können Sie etwas lesen. Da steht aber nicht Iron FX, da steht nur Tesco Financial Service Limited. Und was Limited ist, eine britische Bezeichnung, das kann dann ja auch nicht aus Zypria sein. Also haben Sie die E-Mail bekommen, also ja, wo ich Ihnen gesendet habe? Einfach einen Klick machen. Und das okay. Ist der, was ich bei den bei also da steht Buffin Federal Financial Supervisory Authority. Right. Ja, das sehen Sie. Das kann ich lesen, ja? Ja, License Description. Buffin is the federal institute which regulates the license title. Oh, I'm very aware of what Buffin is doing, okay? Schauen Sie ein bisschen nach unten, Ticket Number steht da. Ja, also, da steht aber Gattung. Sie suchen. Stopp, da steht Gattung, grenzüberschreitende Dienstleister. Schauen Sie, ich hab Feierabend. Also, googeln Sie einfach. Ja, googeln Sie einfach. Und dann rufe ich Sie morgen nochmal, also vor 18 Uhr. Oder schreiben Sie eine E-Mail, ob Ihnen das gefällt oder nicht. Ja. Falls Ihnen das gefällt, starten Sie einfach mit 250 Euro. Sie testen uns 2 Wochen lang, also wir blamieren uns nicht für Ihre 250 Euro. Falls Ihnen irgendetwas nicht gefällt,
dann zahlen wir ihnen das Geld aus. Oh. So ist es. Also ich sage nicht, dass sie jetzt ihr ganzes Vermögen bei uns investieren, sondern deswegen ist 250 die Test-Einzahlung. Ja, dann können wir Otter-Einzahlung machen oder nur Geld machen? Sie können sofort Banking, Banküberweisung, Kreditkarten, Paysafe-Karten, wir haben alle Zahlungsmethoden. Okay. Also lesen Sie einfach, googeln Sie und melden Sie sich bitte schriftlich oder ich rufe Sie nochmal vor 18 Uhr. Aber du musst mal gucken, du hast den E-Mail-Adress benjamin@handelfx.de, richtig? Ja, das ist meine E-Mail. Handelfx ist Tochtergesellschaft von IronFX. Ja, aber dann... IronFX die Hauptseite. Dann musst du mal HandelFX nehmen. Ja, nur HandelFX. Nein, HandelFX. Stopp. Und ja, handelfx.de einfach mal bei Google reinschreiben. Da sind 1, 2, 3 Anwälte, was schreiben, dass die Menschen helfen, ihr Geld wiederzukriegen, das ihr denen geklaut habt. Und ganz viele andere Seiten schreiben auch. Verbraucherschutzforum Berlin schreibt Warnung. Schauen Sie, ich sehe, Fokus, dass die... Fokus.de schreibt auch. Also, wie gesagt, ich habe Feierabend, googeln Sie einfach, falls Ihnen das nicht gefällt. Ich kann leider dafür nichts machen, um mit uns zusammenzuarbeiten, um zu sehen, ob wir seriös sind oder nicht. Nein, offensichtlich müssen Sie die 250 Euro investieren. Kennst du YouTube? Aber ich sag Ihnen... Musst du mal bei YouTube gucken. Rechtsanwalt, ja, Rest zu HandelFX. Immer mehr Anleger berichten im Zusammenhang von HandelFX mit Telefonkamera, Abzocke. Ja, aber es gibt viele Seiten, aber von IronFX steht da gar nichts auf YouTube. Das kann ich Ihnen garantieren. Ja, aber das ist die Adresse, die du mir gegeben hast. Auf dem Markt. Du hast mir HandelFX steht bei deiner E-Mail. Wenn ich danach gucke, bei deiner E-Mail, von der du mir schreiben, dann sagen alle HandelFX. HandelFX ist nur, wie gesagt, Account Manager, also unsere Firma. Also wir bringen die Kunden bei IronFX, Tochtergesellschaft. HandelFX gibt es überhaupt keine Seite mit HandelFX. Ja, aber, warum steht es dann bei deiner E-Mail drinnen? Ja, HandelFX. Schauen Sie. Der also, wie gesagt, ich habe Feierabend jetzt, also vor 18 Uhr. Ist der Manager noch da? Ist der Manager da? Ja, natürlich ist mein Manager da. Gib mal. Okay. Wie heißt der Kunde? Hallo, hallo, grüße Sie. Ja, hallo. Wie spricht man Ihren Namen aus, bitte? Ich habe hier Shandep, ich glaube, das ist der Vorname, ne? Shandi Bankirandirokan. Tut mir leid. Also ich sag lieber Shandep. Das ist in Ordnung. Wie ist dein Name, meine Bruder? Bitte? Wie ist dein Name, meine Bruder? Ich bin nicht Ihr Bruder, also haben Sie viel Erfolg. Ich immer sehr viel Erfolg. Dieses elende Scheißpack! Machen der auf mega auf seriös. Also ich habe mal ein bisschen geguckt, diese ganzen Artikel, die ich da jetzt rausgesucht habe, die kannte ich natürlich vorher schon, weil die mir immer ihr Märchen da erzählen. Dieses IronFX hat sich einen vermeintlich seriösen Anstrich verpasst. Wenn du dann ein bisschen recherchierst, die haben diese zypriotische Lizenz, die sich jeder Kioskbesitzer holen kann. Und die BaFin hat wohl mal wegen einem Vorfall, den es gab, gesagt, dass die dafür gar nicht zuständig sind, weil das ein grenzüberschreitender Dienstleister ist. Und wenn du ganz intensiv bei BaFin suchst, findest du diesen Eintrag auch. Und da steht auch grenzüberschreitender Dienstleister. Dann schrieb er mir eine E-Mail von einer domain@handelsfx.de. Und wenn ich das bei Google eingebe, da kommen 4 oder 5 deutsche und österreichische Rechtsanwälte, die auf ihrer Internetseite werben dafür, dass sie Menschen helfen, die da betrogen worden sind. Es gibt YouTube-Videos davon und ganz viele Seiten, sei es Facebook, seien es Anlegerseiten, sei es die Seite Broker-Bewertungen und was habe ich hier noch gesehen? Trading Freaks, Anwalt.de und die warnen alle vor dieser Seite.
Und ich sag dir, genau deswegen nennen die sich jetzt wahrscheinlich Iron FX. Wahrscheinlich sind das gar nicht die Leute von der eigentlichen Firma Iron FX, sondern das sind diese Handel FX-Typen, die wissen, was passiert, wenn man ihren Firmennamen bei Google eingibt und nehmen jetzt einfach den Firmennamen einer eventuell tatsächlich legitimen Firma und holen sich einfach die Kohle. Und wenn die Kohle dann weg ist, die sind die Sicherheit, das Geld geht woanders hin. Nur so eine Idee. Mit Sicherheit kann man diesen Wahnsinn ja nicht durchschauen, es sei denn, man macht das hauptberuflich. Vielleicht klappt das ja irgendwann mal. Vielen Dank fürs Einschalten, Freunde.